Die amerikanische Finanzministerin sagt, die USA könnten schon am 1. Juni zahlungsunfähig sein. Und damit wird ein Problem, das sehr lange keiner ernst genommen hat, jetzt plötzlich absolut akut. Aber was würde eigentlich passieren an dem Tag, an dem sich die USA zahlungsunfähig erklären würden? Bricht dann da sofort alles zusammen? Sind dann alle US-Bonds sofort völlig wertlos und so weiter? Oder wie kann man sich das vorstellen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Warum mag Joe Biden das Weiße Haus nicht? Weil er denkt, es ist sein Pflegeheim. Warum geht er ungern vor die Haustür? Weil da überall Indianer sind. Warum mag er das alte Ägypten? Weil das von Mumien regiert worden ist. Warum hat er keine Angst vor dem Dritten Weltkrieg? Weil er denkt, wir sind immer noch im Ersten. Und warum hat er auch nichts gemacht wegen der drohenden Zahlungsunfähigkeit? Er hat's vergessen. Noch mehr Joe Biden-Späße gibt es hier demnächst in einem Short. Morgen oder übermorgen werde ich den machen. Aber wie auch immer, Joe Biden hat jetzt ja gesagt, er tritt nochmal an zur nächsten Wahl. Und dann gab es ja leise Zweifel in den Medien, ob er dem Ganzen noch so richtig gewachsen ist, ob er noch rüstig genug ist. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt ein bürgerlicher, solider Demokrat wären, so mit Job und Familie und einem kleinen Häuschen, und Sie sehen die Alternativen zu Joe Biden, dann sagen Sie vielleicht auch, na Gott sei Dank, er macht's noch mal. Und als Joe Biden Präsident geworden ist, da waren ja erstmal alle hellauf begeistert. Also ein älterer, erfahrener Politiker, ein gemäßigter Mensch, der die Vernunft wieder zurückbringt in die US-Politik, der jetzt Amerikas Wunden auch heilt, hat man oft gehört. Und zum Teil hat er die Hoffnungen auch erfüllt. Aber trotzdem, er ist eben auch in vielerlei Hinsicht verbohrt. Und er ist ja außerdem auch mehr noch als Donald Trump auch ein beinharter, kalter Krieger, also was man zum Beispiel ja auch an der China-Politik sieht. Dazu hier demnächst auch wieder ein Beitrag, aber jetzt geht es erstmal um das Schuldenlimit. Als ob man nicht schon genug Sorgen hätte zurzeit. Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, die hat erklärt, es wird jetzt wirklich eng. Wenn die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, dann sind die USA jetzt doch Anfang Juni, möglicherweise schon am 1. Juni, zahlungsunfähig. Dann ist der Ofen aus. Jetzt kann man natürlich sagen, ach Gott, die einigen sich schon wieder in letzter Sekunde, so wie jedes Mal. Die sind ja auch nicht blöd und man hat das ja auch schon oft erlebt. Und auch die Finanzmärkte, die haben das Thema ja auch nie besonders ernst genommen. Also es hat in der Vergangenheit da immer kleinere Irritationen gegeben, aber im Großen und Ganzen hat man das nicht so als Problem gesehen. Diesmal ist es vielleicht aber doch ein bisschen anders. Hier eine Grafik von Bloomberg, die Credit Default Swaps, der Preis für Kreditausfallversicherungen auf US-Staatsanleihen. Der ist hochgeschossen. Er ist diesmal deutlich höher als in den Schuldenlimit-Debatten, die man früher gehabt hat. Das heißt, wenn Sie jetzt Bonds für 1 Million Dollar absichern wollen gegen Zahlungsausfall damit, dann kostet Sie das 17.500 Dollar. Bei deutschen Staatsanleihen sind es nur 400 Dollar. Und das ist der Stand von Ende April, also bevor Janet Yellen dann damit um die Ecke gekommen ist, dass der Zahlungsausfall vielleicht schon nächsten Monat kommt. Oder das hier. Ich habe die Grafik am Montag schon gezeigt in einem anderen Zusammenhang. Die Long- und Short-Positionen der Hedgefonds auf US-Staatsanleihen. Die Hedgefonds wetten gegen US-Staatsanleihen und zwar so stark wie noch nie. Und das in einer Zeit, in der es ja eigentlich Marktkonsens ist, sollte man meinen, dass die Inflation wieder zurückgeht und dass die Zinsen auch bald wieder zurückgehen. Ist es jetzt nur eine Wette auf eine vielleicht höhere Inflation und höhere Zinsen oder wetten die jetzt auch verstärkt auf einen Zahlungsausfall? Oder zum Beispiel auch der starke Anstieg von Gold in den letzten Tagen dann auch wieder. Hat das was damit zu tun?
Was könnte also der Grund sein, dass diesmal der eine oder andere das ganze Thema vielleicht doch nicht so auf die leichte Schulter nimmt? Ich habe zu dem Ganzen schon ein Video gemacht Mitte Februar. Das war mitten in der Faschingszeit noch. Sie sind also frühzeitig informiert worden von mir zu dem Ganzen. Ich hoffe, Sie wissen das auch zu würdigen. Würdigen kann man das zum Beispiel mit einem Kanal-Abo. Ist für mich wahnsinnig hilfreich. Und wenn Sie dann noch auf die Glocke gehen, dann sehen Sie auch immer, wenn aktuelle Videos von mir da sind. Und auf die Weise haben wir dann alle was davon. Aber jedenfalls, ich fand es damals im Februar auch schon sehr bedenklich, dass da kaum was vorangegangen ist. Damals schon nicht. Und die USA waren ja damals auch schon fast einen Monat lang im Notbetrieb. Sie haben nicht mehr alle Verpflichtungen erfüllen können. Aber damals hat man noch sagen können, naja, das dauert alles noch ewig, bis das Geld wirklich dann ausgeht. Und es war allerdings damals auch schon klar, die Demokraten und die Republikaner, die sind bei dem Thema absolut unversöhnlich. Vor allem ein paar republikanische Extremisten im Kongress. Ohne die geht's aber nicht. Und jetzt ist aber Anfang Mai und es ist bis jetzt immer noch nichts passiert. Joe Biden hat sich jetzt monatelang nur hingestellt und gesagt, der Kongress soll jetzt verdammt nochmal die Obergrenze einfach anheben und er hat dafür, dass er das tut, auch keine Bedingungen zu stellen. Das sei völlig indiskutabel und darüber wird nicht verhandelt. Und darum ist eben auch nicht verhandelt worden jetzt, monatelang. Und das war aber natürlich völlig weltfremd und völlig abwegig, dass das ohne Gegenleistung gehen wird. Weil für die Republikaner ist das jetzt nämlich ein Riesending. Also damit haben sie ja einen Riesenhebel, mit dem sie die Regierung jetzt auch aushebeln können. Und die Republikaner haben immerhin was gemacht jetzt im April. Sie haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit Bedingungen aber natürlich. Einschränkungen bei der Gesundheitsvorsorge, Streichungen von diesen Schuldenerlässen bei den Studienkrediten, Streichungen bei Klimapolitikprogrammen, Streichungen beim Inflation Reduction Act, Streichungen auch bei allen möglichen Programmen, die man irgendwie für Vogue hält oder so und so weiter. Also eigentlich Streichungen von fast allem, was Joe Biden so gemacht hat. So dass er dann, wenn er jetzt demnächst in den Wahlkampf zieht, eigentlich mit nichts dastehen würde. Was haben Sie erreicht, Mr. President, die letzten 4 Jahre von dem, was Sie versprochen haben? Nichts. Die Republikaner können also im Prinzip die Agenda von Joe Biden komplett zerstören und das haben sie eigentlich auch vor. Speziell, wie gesagt, die radikaleren Republikaner und da hilft es auch nichts, wenn sich jetzt zum Beispiel Kevin McCarthy, der Kongresssprecher, wenn der sich jetzt mit Joe Biden einigen würde auf einen Kompromiss, aber seine eigenen Leute hätte er dann möglicherweise eben auch nicht hinter sich stehen. Die sagen knallhart, wenn der Staat zahlungsunfähig wird, dann ist es immer noch weniger schlimm, als wenn er jetzt immer so weitermacht. Die wollen also diesem Schuldenstaat jetzt grundsätzlich mal eine Lektion erteilen. Aber so sympathisch man das vielleicht finden mag, aber das ist natürlich hochgefährlich. Das muss ich Ihnen ja jetzt nicht nochmal erzählen. Die USA sind natürlich der Dreh- und Angelpunkt nach wie vor vom globalen Finanzsystem. Der amerikanische Bondmarkt ist auch riesig und amerikanische Bonds sind ja auch für fast jedes andere Finanzinstrument auf der Welt irgendwie auch eine Benchmark. Also diese vermeintlich risikolose US-Staatsanleihenrendite. Ein Ausfall wäre also völlig verheerend, aber wie gesagt, die Fronten sind hart und bis zum 1. Juni hat das Repräsentantenhaus auch nur noch 12 Sitzungstage. Und dass die das da wirklich lösen, wird immer unwahrscheinlicher. Was kann jetzt also passieren? Das Wahrscheinlichste ist, sie setzen das Schuldenlimit nochmal aus, so 1, 2 Monate. Damit stehen sie zwar dann alle ziemlich dämlich da, aber das ginge anscheinend. Und dann geht natürlich die ganze Schlammschlacht erst recht los und die Wahlen rücken dann ja auch langsam näher. Und das wäre dann auch so die erste Phase, von der ich behaupten würde, da ist man dann wahrscheinlich an der Börse nicht mehr so ganz entspannt über das Ganze. Und je länger das dann auch geht, umso schlimmer.
Aber nehmen wir mal an, auch das klappt dann nicht und Janet Yellen sagt dann eines Tages, so, heute ist jetzt Tag X, ab heute sind wir zahlungsunfähig. Bricht dann sofort alles zusammen. Wir wissen aus den Planungen im Jahr 2011, wo man ja auch fast an dem Punkt schon war, da haben sich damals die Fed und das Finanzministerium abgesprochen, was da zu tun ist, und sie haben damals beschlossen, der Schuldendienst und die Zinsen und die Tilgungen von den Anleihen, das hat absolute Priorität und alles andere wird zurückgefahren. Es kommt ja trotzdem immer noch irgendwie immer Geld rein und damit schaut man dann eben, dass die Schulden bedient werden und am Anleihemarkt, da ist es ja auch formal so, dass man sich da jetzt nicht unbedingt fragt, ob ein Land jetzt theoretisch zahlungsunfähig ist, sondern einen Ausfall hat man dann, wenn eben wirklich die Schulden nicht mehr bedient werden. Also man könnte das alles priorisieren, die Ausgaben. Es fände dann so eine Art Triage statt, wenn man so will, aber mit hohen Opfern natürlich. Hier haben wir einen Beitrag von der FAZ, da zählt die zum Beispiel auf Sozialversicherung für 50 Millionen Amerikaner, Hinterbliebenen Renten für 6 Millionen Amerikaner, Krankenversicherung für 130 Millionen Amerikaner und so weiter. Auch mal abgesehen von Millionen von Gehältern. Das kann im Prinzip noch eingefroren werden. Und was könnte man sonst noch machen? Ich habe im März auch dann noch so ein Video gemacht zu dieser berühmten 1-Billion-Dollar-Münze. Die ist jetzt zum Beispiel in der Washington Post wirklich aufgeführt worden, auch als eine reale Option in dem Ganzen. Und ansonsten könnte man dann vielleicht für noch Vermögenswerte verkaufen, Grundstücke, Häuser, Schulen oder die Amerikaner verpfänden ihre Flugzeugträger vielleicht an Katar oder an die Emirate. Die helfen bestimmt gern. Die haben ja jetzt auch Pakistan geholfen. Das solide Pakistan ist in der gleichen Situation wie die USA. Das stelle man sich auch mal vor. Und hier noch ein Beitrag aus der Financial Times. The day after, der Tag nach dem Zahlungsausfall. Der ist schon erschienen am 6. Februar. Und ein Analyst von Barclays, der hat da mal durchgerechnet, ob das mit dieser Priorisierung auch funktionieren würde. Und ja, es würde wahrscheinlich funktionieren, aber zum Beispiel für den Monat August, da hätte man basierend auf den Erfahrungswerten bei Einnahmen von maximal 200 Milliarden Dollar und aber bei Verpflichtungen von 400 Milliarden Dollar eine Deckungslücke von mindestens 200 Milliarden Dollar in einem Monat. Man sollte es also lieber nicht drauf ankommen lassen, weil das Ergebnis wären sehr wahrscheinlich schwere wirtschaftliche und schwere soziale Verwerfungen in den USA, zumindest vorübergehend. Das Problem ist aber, das hat sich eben auch rumgesprochen, dass das erstmal funktionieren würde. Es ist bekannt, dass auch am Tag X nicht sofort die Welt untergeht. Und dadurch gibt es eben meiner Meinung nach jetzt auch die reale Gefahr, dass das auch versucht wird, das dann eben jetzt zuzuspitzen und auszureizen. Und spätestens das ist dann wirklich kein Szenario mehr, wo die Finanzmärkte dann noch völlig entspannt werden, sondern dann hätten wir ein Rezessionsszenario, wir hätten ein Szenario, in dem US-Anleihen dann auch wirklich endlich mal abgestuft werden müssten und sie würden auch ihre Referenz verlieren als risikolose Rendite und der Dollar würde seinen Nimbus als sicherer Hafen verlieren. Er würde wahrscheinlich auch seinen Nimbus als Reservewährung im Ansatz verlieren. Ist alles nicht mehr völlig abwegig und die Stunde der Wahrheit kommt näher. Und wir können zwar immer noch natürlich guter Hoffnung sein, dass sich das am Ende dann schon irgendwie lösen lässt, dass sich am Ende die Vernunft durchsetzt, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich bewusst ist, was da gerade passiert. Sie können jetzt nicht mehr sagen, Sie hätten von nichts gewusst, falls sich's wirklich zuspitzen sollte. Wenn sich's wirklich zuspitzt, dann ist der Dollar diesmal wahrscheinlich nicht die Fluchtwährung Nummer 1, sondern dann vielleicht eher der Yen oder der Schweizer Franken.
Gold wird wahrscheinlich in so einer Phase ganz gut funktionieren. Es ist ja jetzt im Zuge von diesen Warnungen von Janet Yellen auch wieder gestiegen. Was wahrscheinlich auch nicht mehr der optimale sichere Hafen sein wird, das sind dann natürlich US-Bonds. Aber umgekehrt, vielleicht können Sie mit US-Bonds dann ein Schnäppchen machen an dem Tag, an dem dann die Obergrenze schlussendlich dann doch wieder angehoben wird. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Also wenn die politische Klasse in den USA das jetzt eskalieren lässt, dann ist das definitiv absolut verantwortungslos. Aber vielleicht hätte auch das am Ende sogar auch ein bisschen was Gutes, wenn auch die USA für ihre Verschuldungspolitik mal abgestraft werden, stellvertretend für alle anderen reichen Länder auch, wo ja zurzeit alle denken, sie könnten sich das immer und jederzeit erlauben, dass sie sich immer weiter verschulden. Stabilitätskriterien und sowas, das gilt ja für uns nicht mehr. Sowas gibt es ja nur noch für Schwellenländer. Die muss man immer ganz, ganz kritisch beobachten, aber uns doch nicht. Aber vielleicht werden die USA ja auch einfach nur darum zahlungsunfähig, weil Janet Yellen die ganze Kohle mal wieder in der Waschmaschine versteckt hat und sich jetzt nicht mehr daran erinnern kann. Auch sie ist nicht mehr die Jüngste. Willkommen in der Gerontokratie. Aber wie gesagt, schauen Sie sich die Alternativen an, dann geht es Ihnen vielleicht auch wieder ein bisschen besser damit. Eine Runde Ginseng-Kapseln für alle und weiter geht's. Und eigentlich wollte ich auch noch irgendwas sagen über Kanal abonnieren hier, aber das habe ich jetzt leider vergessen. Es war irgendwas mit Schokoladeneis und Prostituierten oder so. Keine Ahnung, God bless America, alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.